grüße euch noch einmal vom 10. Weekend of Horrors in Bottrop. Auf meiner Interview-Couch sitzt neben mir gleich Oliver Krekel, der uns einiges über seinen neuen Film Robin Hood Ghost of Sherwood erzählen möchte. Gut, ich freue mich sehr, dass du jetzt heute bei uns bist. Du hast einen neuen Film veröffentlicht, Robin Hood, Ghost of Sherwood. Was würdest du Leuten, die noch nichts davon gehört haben, über den Film erzählen? Dass es eine unglaublich spannende Story ist, die sich natürlich von der normalen Story abhebt, weil den 723. Robin Hood muss ja nicht unbedingt drehen. Und dass er in der ungeschnittenen Fassung doch auch relativ blutig daherkommt. Aber ungeschnittene Fassung, es gibt zwei Fassungen davon, ja, oder? Es gibt 18er und wir haben seit Dienstag sogar eine 12er bekommen. Das war eigentlich auch von mir so angedacht. Aus dem einfachen Grunde, weil ich wurde gefragt, warum 18 und nicht 16, sondern gleich 12. Ist ja ganz einfach, 18 und 16 ist die gleiche Zielgruppe, da machen wir uns mal nichts vor, das brauche ich nicht. Also haben wir gesagt, okay, der 3D-Effekt ist von allen so gelobt worden und der Film an sich funktioniert ja auch ohne die Bluteffekte. Also ich drehe ja nicht nur Filme, wo praktisch die Bluteffekte im Zentrum stehen und der Rest ist praktisch ein Hinhangeln zum nächsten Bluteffekt, sondern der Film funktioniert ja als Film als solches. Und da momentan so eine Generation Merlin, möchte ich mal sagen, heranwächst, unter anderem auch mein Sohn, der ist 11, wird im Film auch erschossen, in der 12er Version auch, aber das sieht man es nicht mehr, dass die natürlich auch mal den Film sehen können mit tollen 3D und den Effekten und so weiter, haben wir gesagt, okay, dann machen wir noch eine Familienversion. Wir sind 2 Minuten raus und haben dann eine 12er bekommen. Und ich denke, das ist von der Strategie auch der richtige Weg, weil wie gesagt, 18 und 16 ist die gleiche Zielgruppe. Und deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir noch einen runter, damit wirklich die ganze Familie sich das Ding am Sonntagnachmittag auch mal angucken kann. Die 12er Version kommt auch, DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D. Genau, und wir werden sie auch, sobald ich sie jetzt habe, ich habe jetzt die FSK-Freigabe, das heißt, ich kann jetzt an den finalen Schnitt der High Definition-Bilder gehen, werden auch dem einen oder anderen Kino mal anbieten. Wer weiß, vielleicht wird auch mal eine 12er Version im Kino gespielt. Mhm. Kommen die gleichzeitig raus? Die 18er ist schon da und die 12er schätze ich Anfang, Mitte Januar. Ja, also die 12er kommt, die 18er kommt offiziell auch erst im Jänner raus. Jetzt gibt sie exklusiv beim Mediamarkt. Exklusiv beim Mediamarkt in Deutschland. Ihr habt den Vorteil, aber in Österreich gibt es sie immer. Okay, wo du vorher gesprochen hast über die Bluteffekte und so weiter, hast du da einen, der für dich am Set besonders aufwendig, spannend, interessant war? Am Set war es eigentlich eher weniger, ein bisschen die Köpfungsszenen waren recht heftig. Der interessanteste Effekt, von dem wir auch bis zum Ende nicht genau wussten, ob wir ihn hinkriegen, da muss ich aber mal ein besonderes Lob an Chaos-Formula machen, das ist ein Digitaleffekt. Weil unser Film startet ja mit der berühmten Szene, dass ein Pfeil gespalten wird. Dies passiert bei uns im Film in dem Auge eines Schauspielers. Und er hat sich uns Verrecken gewehrt, das in echt zu drehen. Also mussten wir das digital machen. Und ein Digitaleffekt in der Bewegung, das heißt, er kommt den Pfeil ins Auge, dreht sich rum, der Pfeil kommt Richtung Kamera, dann kommt von hier der zweite Pfeil, spaltet den im Auge, der fällt runter. In 3D, in der Bewegung, das ist schon nicht so einfach. Und das war eigentlich somit die größte Herausforderung, aber von den Leuten, die ich bis jetzt gesprochen habe, da waren einige Fachleute, waren ganz sensationell gut geworden. Also die Jungs von Chaos Formula, die bei uns die Digitaleffekte gemacht haben, Riesenlob, habt ihr super gemacht, toll. Apropos Digitaleffekte, wie stehst du generell zu CGI-Effekten versus Handmade-Effekten? Was setzt du lieber ein und wie oft? Blutbereich immer Handmade geht. Ich sag mal, das sieht man ja von Dust Till Dawn. Zu dem wieder gleich einer schon, ja, Krebel, ja, gar keine Ahnung. Aber das ist mir völlig groß, wenn ich einen Tom Savini am Set habe und biete dann solche Bluteffekte, wie in From Dusk Till Dawn zum größten Teil. Sorry, aber nee. Der Film funktioniert wunderbar, ist ja auch Slapstick, ist eine Persiflage, ist toll. Aber allein schon, wie die Augen da in die Billardlöcher da reinrollen. Ich meine, ich habe Savini am Set, ich habe KNB am Set und kriege trotzdem es nicht hin, durchgängig anständige Effekte zu bauen. Das finde ich ein bisschen schade. Nee, bei Bluteffekten. So weit als möglich immer Handmade, meine Meinung. Und wenn du den Film in 3D drehst, was für mich besonders spannend ist, ist das für dich eine andere Erfahrung in 3D zu drehen als in 2D zu drehen? Worin unterscheidet sich das? Für mich als Regisseur ist es auch eine andere Erfahrung, aber jetzt nicht so grundlegend anders. Grundlegend anders ist für die Kameraleute, weil du kannst nicht einfach mal die Kamera anmachen und sagen, oh, das ist schön, halt da mal drauf. Da läuft die ganze Zeit unser Director of Stereography, der Hermann Miller, mit dem Maßstab rum, wobei der braucht keinen Maßstab, der ist 3 Meter groß und hat 6 Meter Spannweite vom Arm. Der sagt dann immer, müssen wir doch was zugeben. Also zugeben heißt, wir brauchen die Basis, weil in 3D, es gibt ja diese fertigen 3D-Cams, die du kaufen kannst, mit einer festen Abstand der beiden Augen. Das funktioniert natürlich nicht.
Weil wenn du Augenabstand hast, wie wir jetzt, wir schielen ja schon. Du schielst mich ja schon an, ich schiele dich ja. Klar, aber logischerweise, weil wir so nah aneinander sitzen. Ja, das heißt, Augenabstand ist immer, das kannst du sagen, roundabout 6 cm sind ungefähr 2 Meter. Will ich aber näher ans Objekt dran, müssen die Augen zusammengehen. Sprich, ich muss die Kameras zusammenschieben. Will ich weiter weg, muss ich die Kameras auseinanderschieben. Auseinanderschieben ist kein Problem, wenn ich zwei Kameras neben dran habe. Dann kann ich das einfach machen. Will ich aber näher ran, das heißt, dass sich die Objektive eigentlich überlappen, muss ich mit dem sogenannten Beam Split Rigger, also einem Spiegelrigger, arbeiten. Eine Kamera schaut durch den Spiegel, die andere schaut oben drauf und dann kannst du den Abstand der beiden Augen, die das ja simulieren, kannst du dann einstellen. Je nachdem, was du im Vordergrund haben willst, was auf der Nullpunkt sein soll und so weiter. 3D bedeutet eigentlich im Endeffekt, als Kameramann und als derjenige, der die Bildkomposition macht, du kannst 70% von allem, was du weißt, wegschmeißen und neu lernen. 3D bedeutet dreimal so lange, dreimal so teuer und das Problem ist tatsächlich, du musst doch anders angehen. Du kannst da nicht schneiden. Du musst die Schauspieler auch spielen lassen. Das ist ja auch ein Kritikpunkt am Film, dass einige sagen, ja, da sind zu wenig Schnitte drin oder es wirkt lang. Ja, ich bin natürlich jemand, der sagt, wenn der Schauspieler gut spielt, wenn ich viele Leute habe, die super miteinander interagieren, ist es für mich doch gar nicht notwendig, jetzt schneide ich auf den, Overshoulder hier, Overshoulder da. Overshoulder geht gar nicht im 3D. Du musst halt total arbeiten. Und da ist natürlich ein Riesenansporn und auch eine Riesenaufgabe an die Kameraleute. Aber haben sie auch ganz toll gemacht. Das ganze Team, so einen Film machst du ja nicht alleine. Klar bin ich irgendwo oben derjenige, der die Idee hatte und das umgesetzt hat. Aber ohne die ganzen Leute, die da mitgeholfen haben und die da wirklich fantastische Arbeit geleistet haben, hätte ich das Ding so gegen die Wand gefahren. Das glaubt kein Mensch. Und nachdem du jetzt Erfahrung mit 3D hast, was hältst du von den großen Hollywood-3D-Filmen, die man momentan zuhauf im Kino sieht? Die Filme sind schön, das 3D nicht. Weil die natürlich eine ganz andere Vorgabe haben. Also ein Hollywood-Film muss auch in 2D funktionieren. Ja, du musst ja praktisch den Film auch in 2D zeigen können. Das ist bei unserem Film nicht der Fall. Den kann man zwar in 2D sehen, sind natürlich 2D-Versionen, die sieht aber dementsprechend 2D-mäßig wie Fernsehen aus. Mhm. Weil im 3D darfst du keine Unschärfen haben. Und einem Hollywood-Film ist es ja nun so, dass du schaust mich jetzt an, ich bin scharf, der Hintergrund ist unscharf. Mhm. Ja, so. Jetzt willst du aber den Hintergrund dir angucken, jetzt guckst du auf den Hintergrund und stellst den scharf mit deinen Augen. Der Hollywood-Kameramann macht das aber so mit der Kamera. Das heißt, du guckst auf den Hintergrund, willst den scharf stellen, da ist nichts scharf zu stellen, der ist unscharf. Und dann hast du diese berühmten, oh, mir wird bei 3D immer schlecht und ich kriege Schwindelgefühle und so weiter und so fort. Also unsere Filme sind echt im stereoskopischen 3D gedreht, das heißt von vorne bis hinten knackscharf. Und das ist eigentlich so, wie man 3D drehen sollte. Das können die Hollywood-Leute aber nicht, weil technisch können sie es natürlich. Sie dürfen es aber nicht, weil der Film auch in 2D funktionieren muss. Demnach sind die auch so ein bisschen limitiert und das sieht man halt daran, dass unser Film auch von der kompletten Fachpresse, gerade für die Tiefe, mit Avatar verglichen wird. Und wer es mal gesehen hat, wer unser 3D gesehen hat, wird feststellen, von der Tiefe und von der ganzen 3D-Wirkung, also von der technischen Seite, ohne unbescheiden sein zu wollen, da gibt es nicht viel Besseres. Auch nicht aus Hollywood, was 100 Millionen gekostet hat. Kann ich wirklich so sagen. Ist auch nicht mein Verdienst. Mein Verdienst ist hinterher der Schnitt und wie die Schauspieler agiert haben und wie ich sie gesetzt habe im 3D-Raum. Aber das 3D an sich ist natürlich der Verdienst von Hermann Miller, unserem Director of Stereography. Der macht das seit 15 Jahren, hat auch schon Preise gewonnen und der weiß, wie es geht. Der weiß genau, wie es geht. Und das ist halt ein großer Vorteil, wenn du so jemanden am Set hast. Und wenn wir jetzt kurz noch bei Hollywood bleiben, so gut, besonders gut und besonders schlecht gewordene Szenen aus irgendwelchen Filmen, kannst du da irgendwas demonstrieren, worauf es ankommt? Wenn man diesen 3D-Effekt dann sieht, dass er wirklich gut ist oder wirklich schlecht ist. Ja, einfach die Tiefe ausnutzen. Wenn du im Wald filmst, haben sehr viel in der Natur gefilmt, Robin Hood natürlich, und du hast da einen Korridor, einen Baumkorridor, der hunderte Meter nach hinten geht, dann zeigt auch die hunderte Meter. Macht nicht hinten unscharf, damit vorne die Protagonisten scharf sind. Ja? Also ich sag mal, ein sehr, sehr gutes 3D hat natürlich Avatar, klar, von der Tiefenwirkung. Hugo war auch gut. Hat zwar einige Fehler in der Fensterübertretung, was ich mittlerweile weiß, hätte ich vorher nie gesehen, aber mittlerweile achtest du ja drauf, du eignest dir das ja an. Ganz enttäuscht zum Beispiel war ich von Spider-Man, der ja auch in Real 3D gedreht sein soll. Ich weiß noch nicht, wo sie es 3D gelassen haben, weil ich habe keins gesehen. Keine Brille. Das ist ein guter Test, jetzt geh ins Kino, zieh die Brille ab, siehst du den Film dann immer noch klar, also nicht verschwommen, also mit Doppelbildern. Kannst du das 3D-Müll. Und was ich halt völlig ablehne, ist eigentlich diese Wandlungen von 2D-Filmen in 3D. Fluch der Karibik war da auch so ein Kandidat, furchtbare Wandlung. Zorn der Titanenkampf, reden wir gar nicht drüber. Transformers 3 waren die Szenen, wo die Roboter aufgetaucht sind, auch gewandelt, wobei das auch ganz gut gewesen ist, aber es sind halt alles Flachmänner. Wir sagen Flachmänner, weil einfach keine Tiefe da ist.
Und ja, das ist eben das. Noch schlimmer sind übrigens die Wandlungen, die auf Blu-ray gemacht werden. In Deutschland gibt es ja, glaube ich, mittlerweile 300 3D Blu-rays. Es gibt aber, glaube ich, auf der ganzen Welt nur, ich sage jetzt mal, knapp 100 3D Filme. Ja, also die wandeln ja nun alles. Und das ist nun teilweise mit einer 39-Euro Software gemacht. Und da wird den Leuten Geld aus der Tasche gezogen, den Kunden. Und das finde ich eine absolute Unverschämtheit, weil damit natürlich auch das Thema 3D ad acta oder absurd geführt wird. Die kaufen sich das Ding, legen es an und sagen, wahrscheinlich 3D will ich nicht mehr, das ist alles Mist. Und damit kann ich natürlich den Markt kaputt machen, das wissen die aber nicht, weil sie halt mit echten 3D nichts zu tun haben. Ja, und die wollen halt auf den 3D-Zug ausspringen, das finde ich halt ein bisschen schade oder auch ein bisschen unverschämt, aber gut, ist eben so. Wo ich eine Ausnahme mache beim Wandel, ich habe Titanic in 3D gesehen, gut, das war natürlich Cameron, wenn Cameron was macht, dann macht das richtig. Der hat, glaube ich, 16 oder 18 Millionen dafür ausgegeben, nur für die Wandlung. Das sieht schon verteufelt gut aus. Also ich sage immer, wir haben 3D und die Wandlung von Cameron Titanic ist 2,8D. Also ist schon ganz nah dran. Gut, zum Schluss, hast du schon etwas im Petto für zukünftige Projekte, eine Fortsetzung vielleicht von Robin Hood? Oder? Wurde mir angetragen, wir sind am Überlegen, Ghosts of Sherwood, Siege of Nottingham, das Ganze in 666 Jahre später spielen zu lassen, sprich heute. Ich sage, das mache ich immer nur, wenn ich dann den dritten Teil back-to-back drehe, der dann 666 Jahre in der Zukunft spielt. Da sind wir momentan noch so ein bisschen am Vorzug. Mal sehen, was daraus wird oder ob es überhaupt was wird. Was ich mache, zusammen mit der Firma von Claude Oliver Rudolph und Tomcat haben wir eine Kooperation geschlossen, eine strategische Partnerschaft für Sigurd. Sigurd ist ein deutsches Comic, ich müsste ihr wahrscheinlich auch kennen. Mhm. Du bist wahrscheinlich zu jung dafür, ich weiß es nicht. Das war in 50er, 60er ein Riesending. Glaube ich, 35 Millionen Exemplare verkauft oder was, wie ich jetzt, ich kann es nicht genau sagen. Aber da haben wir zusammen mit dem Claude, drehen wir jetzt einen Teaser, haben jetzt das Drehbuch angefangen für den Spielfilm, der soll auch in 3D kommen. Und das wird also eine größere Nummer, das ist dann auch nichts mehr, was man selber finanzieren kann. Da muss dann wirklich auch ein großer Produzent mit ins Boot, sonst geht es nicht. Ja, und dann habe ich natürlich noch vor, den ein oder anderen Actionfilm mal zu machen, weil das ja eigentlich meine Domäne ist, ich liebe ja Action. Und wir haben ja schon ewige Zeiten einige Sachen auf dem Schirm. Einfach mal schauen, was sich ergibt. Jetzt muss allerdings erstmal Robin Hood richtig verkauft werden, denn da ist, ich hätte jetzt fast gesagt Haus und Hof drin, aber da ist natürlich, weil wir es selbst finanziert haben, ist da viel, viel Geld reingeflossen, das muss jetzt erstmal zurückkommen. Und dann bei den neuen Projekten, wie gesagt, dann mit großen Investoren oder größeren Investoren arbeiten. Weil wenn du 2 Jahre auf einem Projekt hinarbeitest, und das war ja teilweise unter absurden Umständen. Ich habe mir Fuß gebrochen, eine Gürtelrose, 2 Nierensteine, also was auch alles schiefgelaufen ist. Dann ist der Kran mal kaputt gegangen und allen Kram. Also alles, was schief gehen kann, geht im Endeffekt schief bei so einem Projekt. Dass wir es also trotzdem geschafft haben, finde ich, ist ganz toll auch vom Team. Und ja, jetzt muss ein bisschen was zurückfließen. Die Resonanzen, wie gesagt, sind sehr, sehr gut, was ich bis jetzt gehört habe. Und ja, wir werden abwarten und dann ans nächste Projekt gestärkt und mit neuem Elan rangehen. Nachdem du sagst, was schief gehen kann, gibt es vielleicht vom Set von Robin irgendeine Geschichte, die du wahnsinnig gerne erzählst, irgendein Blooper quasi, was passiert ist? Wenn ihr euch die Outtakes anschaut, die auf der Blu-ray drauf sind, es gibt so viele tolle Sachen. Vor allen Dingen sieht man dort auch, wir hatten halt, egal was passiert ist, immer eigentlich eine sehr, sehr gute Stimmung am Set. Aber es ist natürlich für die Schauspieler auch schwer, die jetzt keine Native Speaker sind. Wir haben ja ein amerikanisches Drehbuch, haben in Englisch gedreht und da praktisch immer den Satz in der richtigen Konstellation oder im richtigen Timing zu sagen, ist schon relativ schwierig, deswegen haben wir ein komplettes ADR gemacht. Aber eine Szene, die bleibt uns allen in Erinnerung, die war einfach ganz toll. Da hat der Ivo, der so ein Traveler spielt, das hat er auch toll gemacht, gar keine Frage. Aber das war ein ganz schwieriger Satz, den er da hat. Und er hat sich ungefähr 15, 20 Mal verhaspelt. Im Endeffekt hat es noch hingekriegt, war alles super. Ich mache da auch keinen Stress. Und auch die Schauspieler, Kane zum Beispiel, hatte die Anschlussszene. Der war völlig locker, also wenn es nicht geht, geht es ihm nicht. Da bringt es ja auch nichts, wenn du da drauf haust. Im Endeffekt war alles super. Aber nachdem er sich dann mehrere Male verhaspelt hat, hat dann Kane in seiner Unbox-Szene natürlich ebenfalls gesprochen wie Yoda. Ja, also er hat das absichtlich seinen Text und er sagte dann, das musste ich jetzt machen. Das war natürlich ein Riesenlacher, weil damit rechnest du nicht. Überhaupt Kane und auch Tom und auch Claude, also die Profis in dieser, es war ein so entspanntes Arbeiten, von mit allen dreien, wenn es da immer heißt, ja, der hat hier Allüren und der hat da Allüren, konnte ich also A, bei den dreien schon mal gar nicht feststellen und B,
Da waren so einige Gags, Kane lief auf einmal vor die Kamera und hatte sich so ein, von seinem Kostüm so einen Stoppen in die Nase gemacht. Oder auch ganz witzig, beim ersten Dreh ist Kane immer rumgelaufen und hat sich ein Tom Savini-Schild beim Tom Savini vom Spiel das Schild abgehoben und hat sich vorne drauf. Tom Savini, das war schon toll. Also war eine super Atmosphäre am Set und ja, wie gesagt, Pleiten, Pech und Pannen gibt es ja auf der DVD. Ganz gut, dass du bei uns warst. Apropos tolles Arbeiten. Viel Erfolg mit Robin Hood und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch, dass ich hier sein durfte.